So, nu aber. Ja, erstmal Hallöchen, Popischen, und damit herzlich willkommen. Zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja. Entschuldigung. Das Wasser ist zäh, verschmutzt. Igitt. Geht es ihm gut? Ich meine Forbidden West. Ah, wird schon wieder. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Du bist Natika? Dann ist das ihr Blutzeichen. Was davon übrig ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Wie du siehst, haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Was ist passiert? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Aber ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn ich jemanden finde, schicke ich sie her. Ich danke dir. Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentok siehst, sag ihm, wo ich bin. Alles klar. Vielleicht kann ich mit meinem Fokus Überlebende finden. Stabiler Balken. Da, in dem Turm sind Menschen. Da, habe ich mir schon fast gedacht. Gut, ja, wollen wir mal weiter. Also hier sieht es ganz schön, die haben echt Probleme bekommen. Die Frage ist jetzt nur... Stecken in diesem Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss an die Leiter ganz oben am Gebäude kommen. Vielleicht komme ich über die Kapitel daneben rüber. Dieses kalte Wasser. Haltet ab. Ja. Muss ich gucken, wie ich am besten langkomme. Ja, ist die Frage, wie komme ich denn am besten lang? Kann ich das hier umnieten? Ja, kann ich. Das ist gut. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Von hier sollte ich zu den Überlebenden kommen. Ja, da wollen wir mal, ne? Frage ist jetzt nur. Da. Da
Ja, dann müssen wir... Habe ich schon länger nicht mehr benutzt, den Haken. Da ist die Leiter am anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Na klar. Nein! Das war der einzige Ausweg. Fuck. Geht es allen gut? Du gehörst nicht zu uns. Tut mir leid. Ja. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht. Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen einfach nicht dran. Keine Sorge. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Bevor wir hier rein sind, habe ich einige Kameraden gesehen, die den Wachturm an der Nordseite bei der Grotte hochgeklettert sind. Ich werde es mir ansehen. Sobald ihr raus seid, geht zum Ufer. Dort wartet Natika am Aussichtspunkt. Sie hat überlebt. Gut. Sobald wir hier raus sind, gehen wir zu ihr. Okay. Haltet erstmal durch. Ja. Wie kommen wir da am besten raus? Okay, das klappt schon immer. Das sollte reichen. Okay, der Weg sollte frei sein. Danke. Wir machen uns bald auf den Weg zum Ufer. Es scheint, als sei Kenta und nicht bei dieser Gruppe gewesen. Okay, dann suche ich mal nach dem Wachturm im Norden. Im Wachturm im Norden. Das Wasser ist ekelhaft. Tja, Gräber. Blöd gelaufen, ne? Mit dem Vieh habe ich jetzt auch nur vage Mitleid. Was machen denn die Maschinen dort? Schnappmäuler sind unter Wasser bestimmt genauso schnell. Wir haben unsere Waffen verloren. Haltet durch! Ich kümmere mich. Ja, das war jetzt nicht so geil. So. Ich könnte Schockmunition benutzen. Habe ich jetzt nicht da. Muss ich damit. Warum sind die schon wieder so extrem? Yo! Fuck. Ich habe das Gefühl, die haben die Tiere einfach stärker gemacht.
Ja, natürlich. Auf einmal ist da so ein kleines Vieh drin. Komm schon, komm schon. Hau doch nicht ab, du Lümmel. Ja, natürlich. Also irgendwie... Alter Schwede. Also die haben die Gegner im Vergleich zum ersten extrem übertrieben. Hätte in meinen Augen nicht sein gemusst. Naja. Geht es allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aufs Kämpfen. Auf den östlichen Klippen sitzen einige Kameraden fest. Du kannst mir helfen, wenn du möchtest. Okay, ich schau mal nach. Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal. Kein Problem. So. Die Frage ist jetzt, wo geht's zu in den... Ja. Dort. Na gut. Also hier ist ordentlich was runtergekommen. Da ist irgendwas passiert. Dammbruch oder so möglich. Anscheinend sind oben auf der Klippe einige Überlebende. Frage ist, auf welcher Klippe? Da. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Muss man auch bestimmt irgend so ein Flattervieh klatschen.
schön geleiten. Hey du! Fremde! Hier oben! Wir haben hier Verwundete. Wir müssen hier runter. Ja, ich weiß. Und zwar schnell. Moment. Ich überleg mir was. Ich muss einen Weg finden, die Tenakt von der Klippe zu holen. Der alte Kran könnte helfen. Wenn ich den in die richtige Position kriege, schaffe ich ihnen eine Brücke. Gucken, ob ich da durchkomme. Ja, kriegen wir hin. Der Kran hat sich etwas bewegt, aber er klemmt irgendwo anders fest. Mein Fokus kann mir beim Suchen helfen. Wahrscheinlich da oben, hatten wir ja eben schon leicht gesehen. Ja. Ich will zwar nichts sagen, aber ich finde das alles ein bisschen... Ja. Hatte Zero Dawn auch solche Probleme? Ich kannte ja jetzt nur die... PC-Version des Spiels. Dementsprechend schwierig zu meistern. Okay, da komme ich so offiziell nicht hoch. Okay. Na gut. Die Frage ist, komme ich noch bestimmt nach da oben? Ich muss bestimmt die Klippe hochklettern. Klettern, 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 ne? Also bei Zero Dawn habe ich es echt gefeiert. Bei Forbidden West muss ich sagen. Aber naja, ich weife ab. Mal prüfen, was mein Fokus sieht. Ja, aber nicht an der Klippe. Geschosseinschläge. Ich will zwar nichts sagen, aber ich finde es ein bisschen... Warte mal. Ich weiß, ich habe da bestimmt irgendwas im Gefühl. Ich hoffe, ich hab's noch. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Oder ich stehe einfach nur auf dem Schlauch und sollte das von woanders da machen. Habe ich nämlich das Gefühl, dass das vielleicht hierher kommen soll.
Metallkammer. Das ist ein tolles Ding. Ja, das stimmt, aber es bringt mir alles nichts, Aloy-Mäuschen. Ja, ich bin da leicht überfragt. Metallkammer, schön und gut, aber wo komme ich dann da jetzt hin? Alterung? Also bis jetzt bewegt sich der Kran null. Mit dem Zugwerfer bewegt werden. Ja, aber so weit bin ich da noch gar nicht. Hier so weit wahrscheinlich auch noch nicht. Die Frage ist jetzt, kann ich den vielleicht hier noch ein bisschen bewegen? Ah, das geht auch unter Wasser. Na, super. Na dann. Okay. Der Kran ist bereit. Wie kriege ich den jetzt runter zur Klippe? Ich sollte mir die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. Etwas hält anscheinend den Arm fest. Aber wenn ich den Balken ausziehe, wird es für mich weniger und der Arm senkt sich. Aha. Aus einem anderen Winkel versuchen. Von hier aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. Das war mir klar. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich von hier. Na also. Oh, verdammt. Der Arm hängt irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Ja. Wenn ich diese Kabel loslöse, sollte sich der Arm ganz senken. Jo. Blut der Zehn. Wie hast du das gemacht? Tja. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber danke für die Rettung. Ein Problem. Ist es allen gut? Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Aber es geht schon. Wieso wart ihr da oben? Beim letzten Sturm hat eine Lawine das Dorf zerstört. Und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Natika kümmert sich dort um die Verletzten. Natika? Den Zehn sei Dank. Wir werden zu ihr gehen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Super. Abermals danke, Fremde. So, haben wir jetzt alles. Kehre zu Natita. Nakita. Natika! Zurück! Uiuiui. Okay. Ich glaube, das waren alle Überlebenden. Aber Kate hat mich nicht gefunden. Ich sollte zu Natika zurück und ihr Bescheid sagen. Ja, das wissen wir. Na, das hält mich wach. Jo.
wäre cool, wenn man irgendwann ein Beatmungsgerät finden würde. Wo man dann theoretisch unendlich dann tauchen könnte. Dave Gaspars an Jay Park. Neuer Vorschlag. Schlechte Nachrichten. Die Testergebnisse sind da und offiziell gesehen ist es ein No-Go. Selbst mit den neuesten Abbaurobotern und Extraktionstechniken würde die Dampftoxinität die DCE-Grenzwerte um 21% übersteigen. Aber pass auf. Auf oder direkt unter der Oberfläche gibt es eine große Menge Quecksilbersulfid. Selbst nach all der Zeit wäre der Kapitaleinsatz für den Bau und die spätere Sanierung locker in unserem Budget. Und der Bedarf der Raumfahrt an Flüssigspiegelobjektiven entwickelt sich zu unseren Gunsten. Vom Markt für Impfstoff Thiomersal ganz zu schweigen. Insgesamt sind die Quecksilberpreise allein in diesem Quartal um 12% gestiegen. Ich stehe mit meiner Frau in Verbindung, die uns mit den Toxizitätsdaten helfen kann. Sehr diskret, sehr zuverlässig. Und es geht nicht nur um ein paar Einzelposten, sondern um die komplette Datenbank. Sie ist nicht billig, aber ihr Geld wert, wenn die Sache erstmal läuft. Das Geschäft ist zu gut, um jetzt aufzuhören. Sag mir Bescheid, was du davon hältst, Dave. Alles klar, Dave, die haben ja also versucht, Quecksilber abzubauen. Dementsprechend sieht das alles, ist es wahrscheinlich jetzt so, wie es ist. Ja, dann ist das so, ne? Kann man nichts machen. Ruh dich aus. Aloy. Hallo. Hier sind die Soldaten sicher. Doch, wo ist Kentok? Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen, kurz davor. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stellen würde. Doch er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Die Lawine kam, als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Matika. Ich bin hier. Wo ist Kentok? Hat er überlebt? Wir werden ihn finden. Er hat mich gerettet. Hat mich aus dem Weg geschubst, als alles zusammenbrach. Dann hat das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Furche? Ein alter Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Die ist voll lieb. Matika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Kaum die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Geh. Die Furche liegt in den Hügeln im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Nordwesten. Na gut. Wahrscheinlich dort, wo wir gerade eben gewesen sind. Da links ist noch unbekannt. Muss mal gucken. Gibt es hier irgendwelche Viecher? Nee, ne? Gut. Ja, wo ist denn die Furche? Ist von viel Geröll verschüttet. Vielleicht wurde Kentok während der. Muss ich das wegräumen? Ja, mit der Farbgebung ein bisschen schwierig zu erkennen.
Wollen wir mal gucken, was wir hier so finden, ne? Okay, mal sehen, wohin das führt. Yo. Immer langsam. Dann musst du Kentok sein. Woher kennt eine Fremde meinen Namen? Natika schickte mich zu dir. Du hast einen Soldaten gerettet, der sagte, du seist mitgerissen worden. Also hat er überlebt. Gut. Und Natika? Ja, die kümmern sich um die Jungs. Zurück? Ja. Ja. Sie war auf dem Rückweg, um mit dir zu sprechen, als die Lawine kam. Sie kümmert sich jetzt um die Überlebenden. Es war ein Fehler, sie nicht gehen zu lassen. Ein Soldat sollte zum Wohl des Clans Opfer bringen. Im Nachhinein hatte sie recht. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Die Wache wird eine gute Soldatin bekommen. Immerhin stehe ich ihr nach all dem nicht mehr im Weg. Du erkennst eine tödliche Wunde, wenn du sie siehst. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, geh. Nein, ich lasse dich hier nicht sterben. Irgendwie muss ich dich hier rauskriegen. Das geht nicht. Ich wollte hier rausklettern, ohne Erfolg. Die Wände sind einfach zu rutschig. Das Wasser kommt. Von der Oberfläche? Aber nicht durch meinen Eingang. Es kommt woanders her, wenn ich die Quelle finde und sie öffne. Du kannst dich vielleicht nicht bewegen, Kentok, aber ich glaube, ich kann dich bewegen. Hey, hey, du musst wach bleiben. Ich werde mich mal etwas umsehen. Du bist wie Natika. Stur wie eine Feuerklaue. Klar. Dann kennst du das ja schon. Bleib einfach hier. Ich hol dich hier raus. Bist du dir sicher, Mädchen? Der Wasserfall muss irgendwo herkommen. Ich muss höher klettern, um die Quelle zu finden. Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, da ist doch schon wieder ein Schatz. So. Super. Achso, ja. Vorräte gefunden. Na, wunderbar. Den holen wir jetzt. Auch hier runter. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Hallo, ich würde gerne. Schön, dass da Sackgasse ist, aber da ist was drin. Na gut. Muss ich anders hoch. Ah, doch, hier. Diese ganzen alten Trümmer erinnern mich so ein bisschen an Tomb Raider. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob an Shadow of the Tomb Raider. Nee, Shadow of the Tomb Raider nicht. Ich glaube, am meisten Spaß hatte ich mit Rise of the Tomb Raider. Ja. Dass du da nicht automatisch springst, Schätzchen, das weiß ich nicht. Gut, müssen wir es trotzdem nochmal. Ah, ich dachte, ich hätte mich da eben schön durchglitschen können, aber müssen wir es doch mal offiziell machen.
So, wunderbar. Den Sprung schaffe ich niemals, aber ich könnte mich theoretisch... Yeah. Warum haben die noch Strom? Den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo seinen Ursprung haben. Ich muss die Quelle finden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Einfach gesprungen. Ich wette mit dir, das wird mir irgendwann. Ich kann den Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. What? Tresor der Wertgegenstände. Geilo Milo. So. Also das Springen und das Klettern, alles ist zwar schön, dass sie das hochgesetzt haben, aber das fühlt sich einfach so ein bisschen holprig an. So, als hätte man, ja, es funktioniert, aber da hätte man so, ich habe so das Gefühl, da hat man so ein bisschen die Liebe verloren. Das Wasser kommt hier rein. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen und hier alles überfluten. Kennt doch. Lauf. Fast geschafft. Natürlich liegt er auf einem Floß. Hey, nicht einschlafen. Sag's ihr selbst. Sie sagte, du wärst ein sturer Kämpfer, also kämpf weiter. Zu sagen, eine Klinge folgt nur der Hand, die sie führt. Das hat er im Training immer gesagt, um mich zu beleidigen oder um mir ein Kompliment zu machen. Doch er hatte wohl recht. Die Entscheidung zu bleiben lag immer bei mir. Es tut mir leid, dass du dich nicht entschuldigen konntest. Mir auch. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Blutzeichen kann sich wieder erholen. Und dann könnte ich der Wache beitreten. Richtig. Ich muss ihn zuerst beerdigen. Diese Ehre steht ihm zu. Aloy, warte. Du hast die anderen gerettet. Das Wasser ist weg. Ich möchte dir das hier geben. Stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt das Wasser abgelassen. Und viel Glück. Auf deinem Weg. Könnte man jetzt eigentlich ein bisschen was finden, ne? Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Ja, das ist super. Fertigkeitspunkte 2 Stück. Level 24. Geilo, Milo, Smilo. So. Ja, ne? Weißt du was? Ich mach das hier komplett drauf geschissen. Die fehlen noch.
Da wir brauchen eine Menge. Mach ich einfach, ja. Bericht über kriminelle Aktivitäten. Welche Abbaustelle wäre denn ohne sowas ausgekommen? Gut. Super. Das finde ich gut. Wir haben einen verdeckten Ermittler in der stillgelegten Quecksilbermine im westlichen Nevada eingeschleust. Er konnte Nachrichten zu Plänen abfangen, die Mine illegal wieder zu eröffnen, die DCE zu hintergehen und die dortige Tierwelt giftigen Quecksilberdämpfen auszusetzen. Er konnte Nachrichten zu Plänen anfangen, die Mine erlegen. Okay, Datei im Anhang. Wir gebeten der DCR 2 Wochen Zeit, um das zu untersuchen. Danach werden wir die Informationen an alle verfügbaren Holo-Nachrichtenagenturen weiterleiten. Leben für alle, alle fürs Leben. Ja, ich hab's geschafft, hier rauszukommen. Geil, ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie versuchen, schnell zu reisen oder... Soll ich hier sein? Sieht alles so ein bisschen bäh aus. Ja, wir können jetzt hier ein bisschen was über die Mine erfahren. Von mir aus war wahrscheinlich nicht ganz legal und hast du nicht gesehen und tralala. Aber... So, müssen wir dem Typen jetzt irgendwie sagen, was los ist? Ich meine, wir wurden ja von jemandem hergeschickt. Ne? Hauptquest. Gespaltene Stamm. Aufgabe. So, super, machen wir mal das hier. Unabhängig davon, wie weit das ist. Ja. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part.